So, guten Morgen, meine Damen und Herren hier aus Weilerstadt. Sie sehen, ich grüße alle Schweine dieser Welt. Es werden ja sehr viele Schweine geschlachtet und die Konsumenten haben natürlich auch die Macht, im Ernährungsverhalten Einfluss zu nehmen, dass weniger arme Schweine eben hier zu Tode kommen. Und das hat auch energetische Vorteile, würde auch den Klimawandel reduzieren und drosseln. Das ist einer meiner Lieblingsthemen, politisch gesehen. Außerdem sind ja auch Missstände in den Schlachthöfen zum Vorschein gekommen, nicht zuletzt auch durch diese Corona-Infektionszahlen in großen Schlachthöfen. Ich bin ja neulich gewählt worden in Böblingen als Ersatzkandidat für die Landtagswahl im nächsten Jahr in Baden-Württemberg. Ich habe dort gesagt, wir brauchen eine linke Opposition. Die Partei Die Linke liegt ja etwa bei 5+x% und ich habe gesagt, wir haben durchaus die Chance hineinzukommen. Der Hauptkandidat im Wahlkreis 6, Leonberg mit Herrenberg, ist ja mein Parteifreund und Genosse Robert Schacht aus Weisach, den ich ausdrücklich unterstützen werde im Wahlkampf. Es ist ja das Winterhalbjahr etwas schwieriger. Wir werden allerdings Veranstaltungen anbieten, wir werden Informationsstände anbieten, wir werden auch persönliche Besuche machen. Wir müssen ja Unterstützungsunterschriften sammeln. Es sei denn, dass unsere Klage erfolgreich sein könnte, dass man eben auf diese Unterstützungsunterschriften verzichten kann, mit dem Hinweis, dass wir ja in Corona-Zeiten das nur unter erschwerten Bedingungen durchführen können. Das persönliche Gespräch mit der Wählerin, mit dem Wähler ist ja jetzt etwas schwieriger und deswegen will ja auch der amerikanische Präsident Trump seine Wahlen verschieben mit dem Hinweis auf diese Pandemie. Das ist auch einer meiner Lieblingsthemen. Aber da will ich jetzt nicht drauf zu sprechen kommen. Mir geht es eben darum, dass wir in diesem Tandem Robert Schacht, der ja durch seine beruflichen Erfahrungen in seinem Leben, er ist viel rumgekommen in der ganzen Welt, natürlich über die Missstände in der Welt beim Einkommen beispielsweise hier berichten kann. Er setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Er hat bei seiner Vorstellung auch diese Lieferkettenproblematik angesprochen, dass praktisch die Ärmsten der Armen in dieser Welt ausgebeutet werden. Schlimmer denn je. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander und gerade durch die Klimakrise, durch die Klimakatastrophe, es ist nicht nur eine Krise, sondern es ist die entscheidende Katastrophe der Menschheit, was letztendlich zum Aussterben der Menschheit führen wird, habe ich vorher gesagt, dass eben die sozialen Ungerechtigkeiten dadurch verstärkt werden. Das ist auch sein Hauptanliegen und meins natürlich auch. Ich sehe das von der Seite der Ökologie. Ich habe ja auch dargestellt, dass ich bereits 1980 im Rahmen meines Studiums hier entsprechend Seminare besucht hatte, wo es über Weltmodelle ging. Damals hat man noch keine Computerprogramme, mit denen man das alles hat nachrechnen können, diese Modelle. Und damals, vor 40 Jahren, haben wir eben schon vorhergesagt, dass der Ressourcenverbrauch gefährlich ist, die Umweltbelastung und vieles mehr. Der Klimawandel hat sich ja in den letzten Jahren erst so richtig gezeigt und es ist auch alles eine Frage der Statistik und so weiter. Jedenfalls möchte ich das jetzt nicht in Einzelheiten ausführen. Richtig ist, es gibt diesen von Menschenhand gemachten Klimawandel und richtig ist, dass im Moment auf dieser Welt viel zu wenig getan wird. Gar nichts eigentlich. Das sind also kleine kosmetische Sachen, die man hier versucht zu tun. Auch die Grünen, die eigentlich hier eine Partei waren, die das Thema aufgegriffen hatten, da ist wenig zu merken. Also auch für die Landtagswahl, für die bevorstehende, wäre es gut, wenn die Linke reinkäme, um diese Dinge, die ich ein bisschen angerissen habe, eben auch im Parlament vortragen zu können. Wir sind aktiv, wir machen unsere
Veranstaltungen. Man kann uns gut wahrnehmen, man findet uns vor Ort, man findet uns im Internet und wir wollen natürlich in diesen Landtag hinein. Es sind 70 Kandidatinnen und Kandidaten, die inzwischen hier benannt worden sind. Das Programm wird im Rahmen eines Parteitages demnächst, der wohl im November stattfinden wird, da werde ich hingehen, wird also dieses Programm noch verfeinert. Im Entwurf habe ich da teilweise schon was gelesen, da werde ich auch mitwirken. Und dann werden wir hier das präsentieren und sehen, wie das ausgeht. Aktuell ist natürlich auch in Weilerstadt hier Bürgermeisterwahlkampf, da habe ich mich auch eingemischt. Ich habe auch meine Meinung gesagt, ich hoffe, dass Christian Walter das Rennen macht und bereits im ersten Wahlkampf gewählt werden kann. Das ist ja morgen, ist ja schon diese Wahl, ne, am 2. August. Aber vielleicht gibt es auch einen zweiten Wahlgang, das wäre dann der 16. August. Alles andere wäre ja in Weiterstadt rückwärts. Also Schopf ist nicht wählbar, weil er den Bau der Schule in private Hände geben will. Das ist ja gescheitert. Die Zusammenarbeit von kommunalen Aufgaben mit privaten bei Großprojekten, gerade im Baubereich, ist ja gescheitert. PPP, Private Partner, PP. Also ich will jetzt hier nicht zu satirisch sprechen, aber jedenfalls, und der andere ist rückwärtsgewandt, dieser Katz, der eigentlich als Beigeordneter recht angenehme Arbeit gemacht hat, aber ist ein reiner Lobbyist von der Baulobby. Also das brauchen wir nicht, wir brauchen irgendwas anderes, wir brauchen was an den Bürgerinnen und Bürgern interessierte Politik. Und es geht auch ein bisschen um soziale Gerechtigkeit, aber auch das fehlt bei diesen neuen Kandidaten, dass man hier bezahlbaren Wohnraum zumindest als Thema mal gesetzt hätte. Das habe ich vermisst. Das hätte ich gesetzt als Linker. Nun bin ich zu alt für so eine Bürgermeisterkandidatur. Ich wollte ja da auch eventuell ran beim letzten Mal, nachdem ich in Markstadt 2009 20% bekommen hatte, können Sie nachlesen, wollte ich eigentlich in Weilerstadt das fortsetzen und das war mir dann aber vielleicht eine Nummer zu hoch. Aber sei es drum, das ist ja Schnee von gestern. Ich nehme es mir jedenfalls raus, meine Meinung zu sagen, auch in Solidarität zu den armen Schweinen, die hier täglich sterben müssen. Ich bin da jetzt noch nicht an der Reihe. Hoffe mal, dass die Gesundheit noch eine Weile so bleibt. Mit 61 Jahren geht es ganz gut. Lunge ist nicht ganz in Ordnung. Manchmal ein bisschen Husten, ein bisschen Bluthochdruck. Ansonsten geht es noch. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute, wenn Sie das jetzt anhören oder auch nicht. Wünsche ich Ihnen alles Gesundheit. Im Schwäbischen sagt man mit X Gesundheit. Wir werden heute noch einen Weinberg anschauen. Vielleicht kaufe ich einen Weinberg. Wein produzieren möchte ich eigentlich nicht. Die Weintrauben essen ist auch nicht schlecht, aber das ist ein Weinberg, der war früher mal mit Reben besetzt. Jetzt ist Wildwuchs dort. Und die Frage ist, ob man hier sich ein bisschen engagieren kann, körperlich ein bisschen einen Twist da machen. In diesem Weinberg ist sogar offenbar eine kleine Hütte drauf. Wir gucken uns das einfach mal an, ob das in Frage kommen würde. Wobei das hier nicht gerade in der Nähe ist. Es ist natürlich ökologisch gesehen nicht gerade sinnvoll, wenn man da einige Kilometer hinfährt, erst mit dem Auto, um da den Rasen zu mähen. Also das muss man sich gut überlegen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Es gibt allerdings hier ganz in der Nähe auch Grundstücke in Schaffhausen, habe ich ja ein kleines gepachtetes im Moment, was ich aber aufgeben möchte, weil der Eigentümer anders will als ich. Und dann werde ich mal sehen, da hat ein Kollege von mir noch ein Grundstück, war auch ein bisschen verwildert, den werde ich mal fragen. Jetzt nochmal zurück zur Politik. Ich kann natürlich hier meine gesamte berufliche Erfahrung auch mit einbringen. Ich habe viele Kontakte gehabt, ich habe viel mit Menschen gesprochen. Ich nehme jeden Menschen gleich ernst. Das habe ich schon oft erwähnt und gesagt. Ich hoffe, dass es tatsächlich so ist. Egal, wer mit mir spricht, ich nehme ihn gleich ernst. Ich lasse ihn möglichst ausreden. Was ich nicht gut finde in der Politik, wenn die einen sich über die anderen herablassen. Also, und das ist auch, deswegen habe ich das Schild
mit dem Rassismus hochgehoben beim Foto, beim offiziellen Foto für die Wahl. Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit, Islamophobie und viele andere Sachen, oder dass man sich über Leute erhebt, die sexuell anders orientiert sind als ich, das kann nicht sein. Also Toleranz, Akzeptanz ist wichtig und jeder Mensch hat die gleichen Menschenrechte auf dieser Welt. Es wird bloß unterschiedlich geboren. In unterschiedlichen Bedingungen werden die Menschen geboren und dann noch auf die herabschauen und die aus in schlechteren Bedingungen materieller Art geboren werden, das ist das Allerletzte. Also das Gefälle noch verstärken durch politische Äußerungen finde ich falsch und deswegen bin ich links. Ich will es umgekehrt, Politik von unten zugunsten der Ärmsten und Armen dieser Welt, die am wenigsten haben, weltweit, natürlich auch in Deutschland, Baden-Württemberg. Das ist meine Ideologie. Hochlebe die internationale Solidarität und das spielt auch jetzt eine große Rolle im Vorgriff auf den Wahlkampf, der demnächst eingeläutet wird. Da werde ich dabei sein, damit muss man rechnen. Und wer anderer Meinung ist, mag anderer Meinung sein. Aber das würde ich dann auch tolerieren. Tolerieren, so funktioniert ja Demokratie. Ne? Man muss ja das auch akzeptieren können, wenn einer anders ist. Und was man jetzt auch erlebt hat, diese Drohung, Beleidigung im Internet, Drohung, Morddrohung, das ist einfach nicht in Ordnung. Ne? Also aus der Anonymität heraus, das kann jeder, das ist feige. Also, das muss nicht sein. Also, es zeigt natürlich auch, dass diejenigen Personen, die sowas tun, mit sich selber nicht im Reinen sind. Wer sich selber nicht richtig kennt, wer seine negativen Gefühle nicht steuern kann, der kann natürlich sehr schnell einen anderen kritisieren oder bedrohen. Das ist sehr, sehr leicht. Ich meine, ich bin auch gegen Dr. Merkel, gegen den Kurs, weil das Soziale fehlt. Ich verkürze das etwas, aber deswegen ihr den Tod wünschen, was ich jetzt gestern gelesen habe oder so, das ist ja völlig daneben. Das geht nicht. Das ist nicht der richtige Weg und ich hoffe, dass auch die Drohung gegen Parteifreundinnen von mir, Genossinnen, entweder aufhören oder dass diejenigen, die diese Drohungen, Morddrohungen aussprechen, dass die ermittelt werden können und ihre Strafe bekommen. Das muss so sein. Der Rechtsstaat muss wehrhaft bleiben. Das darf nicht sein. Und wenn man das laufen lässt, dann ist das fatal. Es vergiftet die Atmosphäre. Und dann haben wir irgendwann mal Verhältnisse, die wir jetzt schon unter Trump haben in den USA, was wir schon lange in Russland haben, in der Türkei, eigentlich auf der ganzen Welt. In Europa war immer noch ein Kontinent, wo wir relativ viel Demokratie hatten. Relativ, Demokratie ist relativ. Es bröckelt aber insbesondere in den Staaten wie Ungarn, Polen, hier die Balkanstaaten sowieso. Das war noch nie demokratisch. Und das ist sehr schade. Eigentlich geht es ja eher mit der Menschheit derzeit rückwärts. Ne? Und das, man kann ja fast dankbar sein, dass man schon so alt ist. Ich bin dankbar, dass ich gut durchs Leben durchgekommen bin, relativ gesund. Und diese Dankbarkeit kann ich an den Tag legen. Mir kann nichts mehr passieren. Wer kann das schon sagen? Und ich bin nicht gefrustet. Ne? Also es gibt genug Menschen in meinem Alter, so kurz vor der Rente oder so, oder noch älter, die sind sehr gefrustet oder krank. Das ist dann schade. Irgendwas lief schief im Leben. Vielleicht ist auch irgendwas passiert, Schicksalsschläge, Erkrankungen oder Unfälle oder so. Das mag natürlich sein, aber da habe ich keinen großen Einfluss drauf. Aber ich kann die innere Einstellung an den Tag legen, eine innere Haltung, Verantwortung übernehmen für mich selber, für mein Leben. Das können viele schon mal nicht. Verantwortung fürs eigene Leben und natürlich Verantwortung für die Gesellschaft. Verantwortung dafür, dass nicht der an der Kasse im Supermarkt neben mir stehende den Virus einatmet, weil ich da nies ohne Maske. Also nur als Beispiel. Das wäre zum Beispiel Verantwortung
für andere, für die Gesellschaft übernehmen und was tun. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Übernehmen Sie Verantwortung für das eigene Leben und übernehmen Sie Verantwortung in familiärer Dimension und für die Gesellschaft. Engagieren Sie sich in Vereine und vielleicht in einer Partei, in der richtigen Partei. Solidarität mit den Schweinen und tschüss.